Zurück an der Werkbank, am Werktisch. Da haben wir jetzt unser Gleis. Wie gesagt, das hatte ich hier mit so einem Gummi schön alles blank poliert. Damit die alten... Was ich witzig finde, ist, der hat ja sogar hier das Schwarze abgerubbelt von dem Antrieb. Also das, diese Gummis, die sind wirklich top hier. So, habe ich das dann so schön. Ich hatte es ja schon gemacht jetzt hier. Im Herzstück schön, da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, normalerweise, wenn man sich sowas hier zerschneidet, hat man auch ein kleineres Stückchen. Aber das passt schon. Hier schön vorsichtig. Auf den beweglichen Teilen. Aber geputzt werden müssen sie auch. Bringt alles nichts. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich mit diesen Gummis wirklich am besten funktioniert. Ja, ich hatte hier zum Beispiel in der Weiche hatte ich hier an der Stelle, wie man so was ich hier zum Beispiel, das Teil, das war komplett schwarz. Ja, und das siehst du nicht unbedingt. Und das sind ja wie gesagt Weichen, die sind alle schon benutzt worden. Und dann wunderst du dich, dass die da jedes Mal stehen bleibt, die Bahn. Und wenn man das immer hier auf dem Tisch hat, da kann man das mal doch mal richtig schön machen. Das machen die Putzwagen, die ich habe, auch nicht immer. Und ja, da muss man auch auf der Bahn später generell mal rüber gehen. So. Okay, dann machen wir sie mal auf. Mal hier. Ja, so. Kleine Schrauben, die hebe ich immer auf. Da habe ich hier so ein kleines Schächtelchen, da sind jede Menge Neodym-Magnete drin. Da kommt das alles mit rein. Dann fliegen sie mir erstmal nicht durch die Gegend. So, und dann machen wir den Deckel ab. Da ist er. Packen wir gleich mal weg. Weil diese, mal den Abrieb hier wegmachen. Weil die Abtriebe als solches, die werde ich später noch weiterverwenden. Da kann man irgendwas mit bewegen lassen auf der Bahn. Ja, mit diesen kleinen Draht. Man sieht ihn jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig hier vorne. Ich werde mal rausheben kriege ich jetzt nicht. Da kann doch irgendwas mit bewegt werden. Kann doch irgendwas wackeln oder wie auch immer, was man da auslösen lassen kann. Muss ich mal schauen. So, jetzt schneiden wir das hier vorsichtig ab. Ich hoffe, wir kriegen das ein bisschen auf die Kamera drauf. Einfach hier so mit dem Cutter. Messer, ich nehme immer die mit der großen Klinge so mehrfach drüber gehen. Und da rubbelt es schon, ich bin wahrscheinlich schon durch, weil bei der Weiche, der Kurvenweiche, da ist der Anschluss hier drüben. Bei den geraden Weichen hast du das auf der Seite. So, vorsichtig, da kommt es schon. Machen wir das hier weg. Wie gesagt, wenn die Schwellen Außenteile hier nachher nicht drauf sind, die Gleise werden eingeschüttet. Das ist alles da nicht mehr wirklich sichtbar. So, mal ein bisschen haben wir es. Ne, hier noch. Zacken auf der Seite. Jetzt müssen wir es haben. So, da ist es ab. Sehr schön. Dann machen wir den anderen Draht auch mit weg. Die brauchen wir also nicht mehr. Die kann man dann später benutzen, um das dann entsprechend anzulöten. Da kann man aber auch direkt hier an den Träger gehen. Das ist nicht das Problem. Ja, auf der anderen Seite das gleiche. Wir müssen bloß Obacht geben, dass wir, wenn wir hinten den Antrieb hier haben, diesen weißen kleinen Schniebel da, der darf natürlich nicht abgeschnitten werden. Und ich versuche immer, hier so das Plastik stehen zu lassen. Das mache ich also meistens zuerst, sofern ich jetzt hier die Möglichkeit habe, diesen Draht rauszufummeln. Mal her. Kriege ich den mit der Zange zu greifen? Nee, ich glaube, das ist zu fein. Das machen die Zangen auch nicht richtig. Ich hebe mal vorsichtig raus hier. Da ist er. So, weiß nicht, ob man sieht. Da hängt er. Okay. Dann einmal auf der Seite schneide ich es erst einmal so ein. Und dann schneide ich es einmal so ein. Ab und zu fallen die mir auch ab. Also jetzt steht hier das Plastik noch. Und jetzt schneide ich das hier oben. Genauso wie auf der anderen Seite erstmal das Stückchen hier weg, immer so mit dem Messer ein paar Mal drüber gehen, nicht zu viel auf einmal wollen, da ist es schon weg. Ne, hier das Teil. Und jetzt schneide ich den eigentlichen Antrieb auch noch ab. Mal ein bisschen mit den
Echtteilen hier so spielen. Und dann gehe ich von hier, von der Stelle, was stehen bleiben soll, fein säuberlich hier immer lang hin. Ja, immer direkt zu versuchen, ein bisschen mal stehen zu lassen, dass man da dann die, mal hier, die Schwellen da an den Stellen außen vielleicht doch ein bisschen was erhalten kann. Wie gesagt, es wird zwar eingeschottert, aber naja, muss ja nicht zu dolle. So, jetzt müsste es eigentlich abgehen. Da ist es. So, da ist der Antrieb weg. Ne? Wir haben jetzt noch den kleinen Antrieb, diesen weißen Schniepel, von dem ich gesprochen habe. Sehen wir es jetzt hier? Ja, ein bisschen unscharf wahrscheinlich. Genau, der ist noch drauf. Das werde ich jetzt hier versuchen, noch ein kleines bisschen die Kanten wegzumachen. Wie gesagt, ich hatte es auch schon, dass mir das Plastikteil unten drunter abgeflogen ist, was hier so dran ist. Aber hier in dem Fall ist es dran geblieben. So soll das sein. Und jetzt können wir hier an der Stelle die Weiche schön noch bewegen. Und es liegt dann sozusagen da unten auf. Aber wie gesagt, das geht genauso gut, wenn das noch weg ist hier unten drunter. Na, sehen wir es? Nee. Wenn das Plastik weg ist und nur das Weiße stehen bleibt, ist auch in Ordnung. Gut, da hätten wir das erstmal. Als nächstes machen wir dann den Federstahldraht, den 0,4 rein. Ich hole mal ganz kurz die von Konrad Elektronik. Beziehungsweise die werden von dem vertrieben. Ich glaube ja nicht, dass sie die selber herstellen. Und da hat man ja, ups, eine Schraube, die brauche ich. Brauchst du nicht, weiß ich noch nicht so richtig, weil meistens klebe ich es nur. Hier unten schon die zwei mit dran. Dann brauche ich den kleinen davon. Das ist der. Ja. Den packe ich zum Beispiel immer mit hier in das Päckchen mit den Neodym-Magneten. Dann kommt er nicht weg. Dann ist da auch noch ein etwas dickerer drin. Den brauche ich meistens nicht. Da habe ich mir welche gekauft. Ich habe also auch von diesen kleinen habe ich auch Meterstangen liegen. Also überhaupt kein Problem, sollte man sich vielleicht auch mal zulegen. So, und jetzt hat man ja bei der Kurvenweiche das Problem, dass die hier hinten nicht wirklich durchpassen. Selbst diese kleinen schmalen Teile, der Draht bei den Kurvenweichen, der original eingesetzt ist, das geht hier nicht rein. Der ist so fein, dass das nicht funktioniert. Bei den geraden Weichen, also bei den, ja, wo eine gerade Seite dran ist, da passen die rein. Da kannst du das sofort durchstecken. Aber hier muss man wirklich ganz vorsichtig, am besten spanne ich es mal ein. Moment, ich werde mal den Federstahldraht hier wieder mit auf das Magnetzeug packen. Jetzt nehme ich mir mein Lupe hier und meinen Halter zur Verfügung. Ich will mal kurz die Kamera ein bisschen hochstellen. So. Wo müsste das eigentlich gehen? Hoppala. Nein, nein, nein. So. Das mache ich jetzt natürlich nur, damit ich mein Gleis halten kann. Das könnte ich jetzt hier so einspannen. Ich hätte es auch oben reinmachen können, hier in diesen Halter, den mache ich mal weg. So, dass ich jetzt hier da dran komme. Und jetzt mache ich so, dass ich den kleinen 0,4er Draht nehme, den mache ich heiß. Wo habe ich jetzt mein Feuerzeug? Hier oben. Ich hoffe, das ist noch voll. Jetzt haben wir wieder so einen herrlichen Vorführeffekt. Jawohl. Machen wir den schön heiß. Meistens klappt es nicht auf Anhieb. Da glüht er schon. Und versuche den jetzt hier durchzupieksen. Glühenderweise. Also Ansatz ist schon da. Wir sehen es jetzt hier. Es bewegt sich. Aber jetzt sind wir Magnet hier mit dran. Ich gehe mal kurz mit der Lupe rüber. Das werdet ihr jetzt nicht sehen. Muss ich mal hier oben mal. Nee, das kriegt man das bisschen nicht, braucht man. Aber mal gucken, wie ich es hinkriege. So vielleicht. Und den nochmal abziehen. Der hängt schon, aber kann auch ein bisschen besser. Also am besten ist ja, wenn er durchgeht. Man muss ja doch ein bisschen da dran rumvorwerken. Wenn man jetzt zu langsam ist, wie ich gerade, dann
hast du das Problem, dass dann glüht es nicht mehr. Dann kriegst du das nicht durch. Du musst ja auch die Mitte von diesem treffen. Ja, das habe ich, da ist es durch. Jetzt haben wir es. Jetzt gucke ich mal. Jetzt haben wir es durch. Also hier brauchst du bei Spur Z, brauchst du so etwas von gute Augen. Das ist jetzt hier zu dunkel, kriegen wir das noch ein bisschen mit Licht hin. Sehen wir das? Da ist der Draht durch. Und ich kann das Gleis entsprechend bewegen. Okay, dann lassen wir das so hängen. Wir können das ruhig hier ein bisschen, ne, sich eigentlich fest. Normalerweise habe ich es ganz gerne, wenn es ein bisschen hin und her rutscht. Aber doch, da kommt es. Aber ich habe ja auch dann Angst, dass ich, oder ich drehe es um jetzt. Nee, ich lasse es so, wie es ist. Dass mir der kleine weiße Plastikantrieb da, doch, jetzt habe ich es. Ne? Jetzt hat sich doch ein bisschen wegreißt. Da ist es. So. Und dann habe ich ja gar nichts gekonnt. Okay, das wäre es erstmal jetzt hier am Tisch. Jetzt werde ich oben auf der Platte die Weiche positionieren. Dann bohre ich unmittelbar dahinter, also hier ungefähr, das Loch. Und erst wenn ich das Loch gebohrt habe, dann biege ich mir diesen Draht hier entsprechend nach unten rum. Ne? Weil dann habe ich wirklich die Position. Man kann es zwar noch ein bisschen schieben, kann auch sein, dass ich manchmal den noch abwinkeln muss oder da lang hinwinkeln muss. Kommt auch an, wie ich es gebohrt habe. Das muss ich ausprobieren. Okay, gehen wir mal zur Platte rüber. Wo ist jetzt? Na toll. Die Sucherei bei den Korkkram hier. Das überlegst du jedes Mal, wo ist das Scheißloch? Schöner Satz.